Hier auf die Kamera spinnt nicht irgendwas.
oh, oh. Hier geht's ja mega ab, ey. Was sind da für Mengen an Leute? So schnell kann es gehen, wenn man mal rausguckt. Immer gefährlich in der Stadt. Ich sag's euch. Kaum rausglotzt, schon tot. Tote Baby, was soll das? Aber egal, ich wollte ja in der Stadt landen. Das wisst ihr, was abgeht. Ja. Ich bin mal gespannt, wann ich die Klimaanlage anmachen muss. Ab wann, weißt du, ab wann wird es unerträglich hier drin? Noch geht's. Das ist echt brutal. Man, ich würde gerne ins Freibad gehen, aber ich habe echt Schiss. Ich weiß, was passiert. Ich kann mich dann nicht mehr bewegen. Hab Schmerzen ohne Ende. Nee. Ist einfach zu krass. Da bringt auch Sonnencreme nichts. Nee, nee, ich auch nicht. Also, man sieht ja, das ist sonst jetzt ein bisschen beruhigt. Die Nacht war es echt besser. Nicht mehr so Schmerzen gehabt. Aber wenn ich heute ins Freibad gehe, dann wird es auf jeden Fall Sonnenbrand. Und dann kann ich verschmerzen, wahrscheinlich gar nichts mehr machen. Deswegen. Egal, heute wird gezockt. Weißt du, im Hinterkopf will ich die ganze Zeit überlegen, was ich zocken soll noch, aber vergiss es. Was? Dein Ernst jetzt? Das ist aber gefährlich, ey. Was? Wie hat sich's beruhigt dann oder was war? Oder sind sie ins Krankenhaus gefahren? Ja, das ist ja schon extrem. Mann, die Kleine, das kannst du vergessen, die darf nicht in die Sonne, Mann. Das war nicht gut, ohne Witz, jetzt leichtsinnig. Weißt du, das sind ja nicht normale Hitzen, das ist über 30 Grad, Mann. 35 Grad ist einfach zu viel. Das darf nicht mehr vorkommen, ohne Witz. Scheiß auf Pool hin und her. Das ist noch ein Kind, weißt du? Die ist viel zu klein noch. Da kann, das geht nicht. Das, die checkt sie auch nicht. Die hockt in der prallen Sonne. Das kann Schritt bringen. Ah, okay. Ja gut, Sonntagbesuch. Ist ja okay. Und ich überlege mir, was ich noch zock, außer Fortnite. Aber bis jetzt habe ich nur Bock auf Fortnite. Alles andere macht mir echt keinen Spaß gerade, gell? Und wenn, dann ist so 10 Minuten gehen und dann ist wieder vorbei, kein Bock mehr. Ich habe guckt, wann ein Ding rauskommt. Plague Tale. Requiem oder Requiem heißt es, glaube ich. Hey, stand echt da Ende Dezember. Ich hab gedacht, ich spinne. Ja, wieder einer macht das, Mann. So ein Scheiß zu der Schwiegertochter taugt nichts. Hat nicht mal Kuh verbracht. Genau, das ist der Drumheule.
Ja, macht es. Mach das, sonst gibt es TikTok-Videos für dich, böse. Und dann regst du auf. Was gedisst. Sonst kommt so ein TikTok-Video. Habt ihr auch eine Schwägerin? oder ne, anders. Habt ihr auch Feinde? Oder eine Schwägerin, eine Böse? Erzählt mal. Genau. Wurst gemobbt. Wie wär's, wenn ich das mal zu mir nehme und nicht die ganze Zeit überlege, was ich damit mache, wie so ein gestörtes Kind? Ich hab überlegt, weißt du, wo soll ich die Tinte tun? Ich hab gar keinen Platz und hab's halt mal genommen. Das ist ja blöd, ey. Gestern war der Hammer auf jeden Fall. War cool. Ich habe zwar Jufka gegessen, mehr wie Pizza, aber egal. Hauptsache wir waren satt. Die Jufka war anders, Juliana, anders. Jetzt schon gut, aber anders. Das heißt, immer so Jufka essen hätte ich auch keinen Bock, ganz ehrlich. Aber die war gut. Weißt du, die machen da irgendwelches Gewürz rein, was halt ein bisschen von Jufka ablenkt, finde ich. Ja, es schmeckt auch echt Hammer, aber. Weißt du, wie meint, wenn ich Jufka essen will? Was soll ich sagen? Ja, irgendwie war es halt anders, weil es gewöhnungsbedürftig, keine Ahnung. Schlecht war es auf jeden Fall nicht, das war wirklich gut. Ja, weißt du, genau, wenn ich Jufka esse, wie ich Jufka esse, und das sind halt so Sachen drin, irgendwelche auch Blätter, weißt du, Kräuter, wo ich gedacht habe, okay. Geil, aber irgendwie verfärbt halt ist das Jufka Geschmack. Das muss man halt als Jufka-Profi sagen, gell? Aber keinesfalls schlecht oder so. Die probieren halt was anderes aus, weißt du? Ja, in Ordnung. Muss man selber probieren. Ess es mal, dann weißt du, was ich meine. Ich habe ja auch alles gegessen, das war ja der Hammer, also so ist das. Aber wir sind halt verwöhnt, weißt du, wenn wir dann Jufka essen wollen, dann sagt man, ja, es schmeckt schon sehr gut, aber ich habe Bock auf Jufka. Und das schmeckt mir ein bisschen nach was anderem. So verwöhnt sind wir Westeuropäer. Ich habe euch einen Artikel geschickt, das muss ich mal lesen in Ruhe, wenn Zeit hast. Das ist der Hammer mit der EZB-Leitzins und dass der Euro am Arsch ist. Da wird auch ein bisschen was erklärt, weißt du? Dass es nicht nur am Ukraine-Krieg liegt. Wegen der Kaufkraft. Seit der D-Mark um 90% und das ist der realistische Wert. Überleg mal. Und das ist das, was wir die ganze Zeit sagen. Dass alles doppelt so viel kostet. Und da wird es wirklich schwarz auf weiß geschrieben. Was ich echt cool finde. Die nehmen kein Blatt vom Mund, weißt du? Ja gut, was heißt Deutschland? Europa ist am Arsch, weil Deutschland muss sich aus dem, also wahrscheinlich wohl oder übel aus dem vom Euro verabschieden irgendwann. Ich habe das eh nie verstanden, wie das gehen soll. Mit den schwächeren Ländern gleich, weißt, mitzuhalten, also nicht mitzuhalten, sondern von der Währung her gleichzusetzen. Aber das glaube ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Untergang des Euros, ganz ehrlich. Was sollen sie dann herstellen? Wieder die D-Mark? Kann ich mir nicht. Dann muss eine komplett andere Währung her. Also eine inländische, aber der D-Mark wird es auf jeden Fall nicht. Ja, genau. Irgendwas wird passieren. Und zwar dauert es nicht mehr so lang. Ob sie wieder voll.
Auch schon erschreckend, hey. Zwar die gleiche Waffe, aber egal. Ja, was ist? Ach so, ja, genau, stimmt. Ich hab's voll vergessen, hey. Der hat's bestellt, hat er gesagt, cool. Und zwar den, wo wir gesehen haben. Sehr gut. Da war ja gut. Vom Preis her Hammer. Machst nichts falsch. Und wenn er irgendwann kaputt ist, juckt sich auch nicht, weißt du, weil es jetzt so ultra teuer war. Finde ich super. Nee, aber. Und Bild war ja wirklich gut. Also ohne Scheiß. Und das war ein Mediamarkt, weißt du, dass das Bild gut war. Normalerweise ist es dann daheim immer besser. Wenn man dann Blu-ray-Player oder so dran hat, dann sieht es schon besser aus. Aber ich sag's euch, LG hat schon immer geile Bilder. Ich hab, also wenn ich mir einen holen würde, würde ich mir auch einen LG holen. Ich habe gestern den 85 Zoller gesehen, bitte, ne? Für 1200 Euro, gell? In Stuttgart. 85 Zoll. Von LG. Aber ist Hammer. Aber da ich ja meinen Beamer habe, kann ich mir keinen Fernseher mehr reinstellen, weil der Beamer ist jetzt, was ja, 3 Meter, 5, glaube ich, oder? Hä, nee, was habe ich? 120 Zoll? Keine Ahnung mehr, Mann, was ist denn das? Ich glaube 3 Meter 5. Da habe ich keinen Bock mehr auf Fernseher. Ist halt schon ein anderes Feeling, weil ich abends, wenn ich das Ding anmache und einen Film anguck, ist halt schon was anderes. Ja, so ein Bild kriegst du halt nicht hin, da kann ich kaufen, was du willst. Also so eine Größe. Bild ist natürlich nicht so gut wie Fernseher, das ist auch klar. Aber es langt trotzdem scharf. Farben sind auch der Hammer. Warum treffe ich denn nicht? Jetzt stelle ich mich wieder an, hey. Fünfundsiebzig Zoll? Es sind 189 Zentimeter. Guck mal, wie ich am Arsch bin. Mann, echt. Schnell abbauen, weißt du, bevor das Auto herkommt. Dein Ernst jetzt? Der wollte mich echt, der hat mich fast niedergemacht. Der Drecksack, Alter. Wie er noch mutig daher sich gleitet, weißt du, über die Seilbahn. Ich hab da die Spinnen gerade. Als wäre er, was weiß ich, Mann, Graf Dracula oder was? Gibt's ja nicht, du. Jetzt habe ich seine Krone geklaut. Gerade noch aber, gell? Okay, was machen wir jetzt? Was tauschen wir jetzt um? Die Waffen sind alle beschissen, Mann. Guck mal, ich bin voll mit Munition. Gehen wir mal aufs Klo. Gucken wir mal, ob wir da herauskommen. Das Stargate machen. Jetzt haben wir viel zu wenig benutzt, gell? Die WCs müssen wir öfter benutzen. Wozu stehen denn die Dinger da?
glaube ich, nochmal die Pumpgun, falls wir jemanden. Oh, 7 noch, genau, ich habe es gar nicht gecheckt. Eieiei. Jawohl, es gab jetzt wieder Punkte. Sehr gut. Noch 6 Leute. 5 muss ich noch töten. 5. Boah, scheiße, was ist denn das für eine Waffe, Mann? Ich bring doch eh einen Scheiß. Oh fuck, ich muss raus hier. Boah, bin ich gerade erschrocken. Die Waffen sind scheiße. Die Pumpgun ist eine goldene, das heißt, da könnte eher was funktionieren, weißt du? Jetzt habe ich aber zu viel rum analysieren, weil dann geht es wieder in den Toast. Wo renne ich denn hin, Mann? Also ich hochziehen tue ich mir nicht, weil sind schon richtig abgeballert. Da kommt ein Reiter. Guck mal, was für ein Rotz die Waffe ist, Alter. Was für ein Rotz. Halbe Stunde baller ich den ab. Habt ihr das gesehen, hey? Immer das Gleiche. Dahinter ist er. Haben gerade gesehen. Da ist hinter dem Stein.
Drecksack. Was für ein Drecksack. Mann, endlich mal wieder im Stream, hey. Aber ich habe echt vergessen zu atmen. Jetzt kommt er schon mal ins Gruppe-Chat. Oder Bibi? Ist ein Foto wert. Endlich mal wieder heim. Aber Herr, sehen, wie wir rumkopft sind? Im Land der Kängurus war das gerade, Australien, hey. Beide nervös wie Sau, weißt du? Da war auch aufgeregt, sonst hätte ich verkackt. Aber ich verstehe es nicht, ich habe so oft auf den geschossen. Hey, diese Maschinenpistole, die bringt einen Scheiß, gell? Da muss ich echt eine Stunde draufballern. Ja. Yeah. Das hasse ich auch, das Rumgehopfe, du. Und 0 Punkte, weißt du, es gibt nicht mal einen Stern. Erstabding. Schiebung. Level 17 bin ich, sehe ich gerade. Boah, jetzt wird es aber warm hier drin, hey. Weißt du, gerade mal erster Platz gemacht und schön schwitzig. Das war echt gut, dass ich den hinter einem Stein gesehen habe, gell? Da war ein bisschen überrascht, weil ich mich hingeschlichen habe. Das war echt gut, hey. Und das Rumgejumpe, das ist so ekelhaft. Boah, was ist das für eine Hitze, Mann? Ja, genau. 24 Grad Sonic steht hier gerade aktuell. Fühlt sich schon an wie, ja gut, im Zimmer ist immer weiter, den wärmer. Heute 35. Also wenn ein Thermometer hier 35 voraussagt, dann wird es locker 37, 38 Grad. In der Sonne, locker. Das heißt für mich definitiv nicht ins Freibad, obwohl ich echt Bock habe. Aber ich kann nicht. Ich habe keinen Bock auf Schmerzen. So ein Witz eigentlich, gell? Weißt du, im Urlaub ist scheißegal. Da liegt stand dran. Dann gehen in den Schatten. Ja, aber das bringt's ja nicht. Ich stell dir vor, ich gehe da hin, ja? Liegt da irgendwo im Schatten rum. Und dann? Ich will ja ins Wasser, das ist mein Problem. Dann gehe ich ins Wasser und dann ist voll angenehm. Dann denke ich mir, oh, ist das geil, zum Glück bin ich nicht daheim bliebe. Und nach 2, 3 Stunden brennt mir alles. Und abends, wenn ich dann da liege, habe ich so Schmerzen und dann geht's ab auf der Schulter und Rücken. Mein Rücken gestern, das hat so gejuckt von dem Sonnenbrand. Was glaubst du, was heute passiert, Viljana? Vergiss es, Mann. Bin am Arsch dann. Ich habe echt Bock, aber ich gehe nicht wegen dem. Das lohnt sich einfach nicht. Dann liege ich die ganze Nacht dran mit Schmerzen. Nee, nee, nee. Ich guck mal, was es für Games gibt. Weißt du, was ich gehört habe? Dings soll ziemlich gut sein. Mass Effect. Anniversary Edition.
dich komplett überarbeitet. Ist ein Shooter und ich glaube, das macht echt Spaß. Muss ich mal gucken. Hat aber 24 gekostet im Angebot. Was ist denn das? Ja, putz ruhig. Kein Problem. Ich guck mal, was ich zocken könnte. Oha, 120 Gigabyte groß ist das Spiel. Schauen wir uns jetzt mal an. Gut, die Auflösung ist jetzt ja so toll, hey. Kann man das nicht irgendwie besser machen? Nee. Also die Videoqualität ist schlecht. Of light and through shoals of dust, I will return to where I began. You humans have a saying, an eye for an eye, a life for a life. He owes me 10 lives, and I plan to collect. I've got all the secrets of the galaxy at my fingertips. Give me 10 minutes and I could start a war. Hey, das könnte ich mir doch über Ding holen. Über Game Pass. Muss ich gar nichts zahlen, Mann. Was ist schon bei mir los? Ich check's mal. Zum Glück habe ich es noch geblickt, bevor ich es gekauft habe. Ist halt kostenlos, Mann. Auf Game Pass. So. So sieht's nämlich aus. Oh, warte mal. Ich glaube, das stimmt nicht, was ich gesagt habe, oder? Doch, Legendary Edition, genau die Edition ist. Sehe ich gerade.
Jetzt starte ich mal Mass Effect runter. Das wird aber ein Weilchen dauern. Und dann geht natürlich mein Stream am Arsch. Das heißt, ich bin mal offline. Liebe Leute, werde das Spiel installieren und dann komme ich nachher wieder zurück. Wahrscheinlich mit Klimaanlage. Also bis später. Ich schalte mal rein, falls ihr mich hört. Also, Adi.